So, hallo und herzlich willkommen hier gerade in der Hütte, aber ich sehe, das Wetter ist soeben ein wenig aufgeklärt. Wir machen einen kleinen Short, also wirklich einen Short, weil es halt wirklich nur ein vergleichsweise kurzes Thema. Bin hier ein bisschen auf dem Berg, ehrlich gesagt bin ich nicht hochgelaufen, aber ihr seht da drüben am Hang gegenüber kleine Wolkenfetzchen, ja, keine Ahnung, ob ich korrekt drauf zeige. Aber ich denke, man kann sie sehen. Und diese kleinen Wolkenfetzchen, die unterscheiden sich jetzt signifikant in ihrer ökologischen Wirkung von den Wolken da hinten, die man im Hintergrund sehen kann, wo ein bisschen der Berg rausguckt. Weil das sind einfach Wolken, die am Berg hängen geblieben sind, ne? Beim Versuch, über den Berg drüber zu kommen. Diese Wolkenfetzchen, die man da sehen kann, war gerade noch deutlicher. Man muss direkt, nachdem der Regen aufhört, da sein. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, zeitlich. Da drüben zum Beispiel, ne? Auf der Seite, da haben wir eine Mischung. Das ist einerseits die kleinen Wolkenfetzchen unten im Wald und oben drüber eben dann die Hauptwolke, die ein Stückchen auch im Wald hängen geblieben ist. Aber es sieht so ein bisschen aus, als würde einfach aus dem Wald Dampf aufsteigen. Jetzt sieht man es da auch noch mal gut. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, das verändert sich alle Minute und schaut dann gleich wieder anders aus. Man kann es auch schön da hinten an dem Gipfel zeigen, ne? Aber da könnt ihr auch noch so ein paar davon sehen und jetzt sind sie relativ bald auch wieder weg. Aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Das sind sogenannte Interzeptionswolken. Interzeption. Klugscheißer wissen, ne? Er hilft euch im Leben wahrscheinlich nicht weiter, euch das jetzt gemerkt zu haben. Aber ist ein total tolles Gesprächsthema auf einer enorm langweiligen Party, auf die man euch gezwungen hat zu gehen, obwohl ihr viel lieber irgendwo in den Wald gehen würdet. Dann weiß zumindest jeder, dass ihr eigentlich in den Wald gehört. Ich spreche aus Erfahrung. Wie auch immer, Interzeptionswolken sind deswegen wichtig, weil sie im Niederschlags- bzw. Wasserhaushalt einer Landschaft durchaus eine große Rolle spielen können, wenn diese Landschaft eben ein Wald ist. Denn wenn ein Wald nass wird, weil es regnet, ne? Klatsch, 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 der Regen hört auf und es herrschen halbwegs warme Temperaturen. Im Sommer jedenfalls kann man das sehr häufig bemerken, wenn, ja, wie gesagt, einigermaßen hohe Temperaturen. Wir haben mitten im Sommer, eben hat mein Thermometer gesagt, 12 Grad. Gut, ich bin ein bisschen höher hier, aber so hoch ist man auch wieder nicht. Das sind nicht die Alpen, das ist bloß der Nordschwarzwald und der ist niedriger als der Südschwarzwald. Ja, der Südschwarzwald, der wiederum wäre ja unser höchstes Mittelgebirge, aber egal. Jedenfalls, was da passiert, ist, dass das Wasser, was sich jetzt noch in den Baumkronen befindet, nachdem der Regen geendet hat, das klatscht ja erstmal in die Baumkrone. Je nachdem, wie stark es regnet, wird es natürlich sofort vom nächsten Regentropfen auch wieder abgewaschen, fällt zum nächsten Blatt oder Nadel, ne, vom Baum, wird da sofort wieder abgewaschen vom nächsten Tropfen, der hinterherkommt und es tropft sehr schnell bis zum Boden durch. Sehr schnell bedeutet aber nicht sofort. Ein trockener Wald, wenn es gerade nicht geregnet hat, braucht bei einem dichten Wald, wie dem, was wir da drüben zum Beispiel sehen können, das ist so ein ziemlicher Musterbuchwald, was die Dichte angeht, für mitteleuropäische Wälder, braucht es ungefähr 1 Liter pro Quadratmeter, bis die ersten Regentropfen überhaupt am Boden ankommen. Also vorausgesetzt, wie gesagt, der Wald war vorher trocken, war der vorher auch schon nass und das ist nur eine kurze Pause im Regen gewesen, so wie jetzt, es geht nämlich gerade wieder los, dann ist natürlich anders, ja. Aber von völlig trocken bis zu den ersten Tropfen auf dem Waldboden durchschnittlich 1 Liter pro Quadratmeter. Das ist schon mal ein bisschen was, so wenig ist das gar nicht. Und das verschafft uns, wenn wir im Wald stehen, eine gewisse Zeit, die wir überbrücken können, bevor wir nass werden, wenn wir uns unter möglichst dichte Bäume stellen. Denn es ist ja mit dem Liter ist ein Durchschnittswert, wenn du dich unter eine sehr, sehr dichte Tanne, wie da drüben zum Beispiel welche stehen, stellst, na? Dann schaut die Sache nochmal anders aus, dann wird es vielleicht 1,5 Liter sogar sein, was da runterkommen muss, bevor du am Stamm dieser super dichten Tanne, unter der du dich versteckt hast, überhaupt nass wirst.
Und warum ist das so? Ja, unter anderem deswegen, weil natürlich eine gewisse Menge Wasser eben einfach in der Baumkrone gespeichert werden kann, bevor überhaupt was runtertropft, und wegen der Interzeption. Weil die Interzeption bei sehr wenig, bei sehr geringen Regengüssen, bei so einem leichten Fisselregen, das jetzt, was jetzt hier gerade runterkommt, ne, das könnt ihr wahrscheinlich auf der Kamera kaum sehen, das sind hier so ein paar Mikrotröpfchen, die einen kaum nass machen. So eine Menge Regen kann den ganzen Tag runterkommen, wird am Waldboden trotzdem fast nicht bis nur ganz, ganz langsam und nur sporadisch ankommen, weil eben die Tatsache, dass das Wasser direkt aus den Baumkronen wieder heraus verdunstet bei hohen Temperaturen und quasi in die Wolke zurückkehrt, aus der es gerade per Tropfen gekommen ist, dazu führt, dass eben erheblich weniger Wasser im Wald, am Waldboden ankommt, wo wir stehen, wenn wir im Wald stehen, als hier zum Beispiel bei mir jetzt auf der Wiese, weil die Wiese eben nicht in der Lage ist, ausreichend Fläche zu haben, ausreichend nasse Oberfläche, um Interzeptionswolken bilden zu können. Im Grunde ist eine Interzeptionswolke nichts anderes als Nebel, der halt eben auf Baumkronenniveau über der Landschaft hängt und eben nicht am Boden, wie Bodennebel das normalerweise tut, also den klassischen Nebel, den man kennt sozusagen. Oh, ein Rotmilan, schön. Guten Flug. Ja, wir nutzen kurz die Ablenkung durch den Rotmilan und schauen uns das Ding hier an. Da findet ihr ungefähr in der Bildmitte den Hinweis Interzeptionsverlust oder so ähnlich. Und das bedeutet eben, dass da ein Stückchen Wasserdampf im gesamten globalen bzw. lokalen Wasserkreislauf eben gar nicht erst am Boden ankommt, gar nicht erst irgendwie ins Grundwasser oder in den Fluss oder als Oberflächenabfluss irgendwo runter oder sonst irgendwas tut, sondern direkt wieder eben als Wasserdampf sofort nach Verlassen der Atmosphäre wieder in die Atmosphäre übergeht. Ja, einfach damit wir das nochmal ein bisschen visualisiert haben. So ein Interzeptionsverlust beträgt in reinen Nadelwäldern etwa 30-40% des jährlichen Gesamtniederschlags. Das ist also sehr, sehr wichtig in Nadelwäldern und spielt da eine große Rolle. In Laubwäldern 15-25% und in den Tropen nur so 10-15%. Das liegt einfach daran, dass da immer kurze, schlagartige Regenereignisse stattfinden. Warum gibt es diesen Interzeptionsverlust? Einfach, dass das nochmal wirklich klar verständlich ist. Naja, es müssen halt erstmal alle, beim Nadelbaum im konkreten Fall, müssen halt erstmal alle Nadeln nass geworden sein und das Wasser erstmal ausreichen, um alle Nadeln mit einem Wasserfilm überzogen zu haben, bevor es dann irgendwann mal runtertropft. Aber das sagt der Ben vor Ort auch gleich noch. So viel jetzt erstmal schnell nochmal zu ein paar Zahlen und dem Einwurf. Daher, vielleicht ein bisschen ein Sonderphänomen. Das ist auch deswegen ökologisch nochmal wichtig, weil es Landschaften gibt, die durch zu viel Interzeption teilweise nur Starkregen verarbeiten können, also so ein leichter Sommerregen, wenn wir es zum Beispiel jetzt super trocken hätten, wie 2018 oder sowas, und jetzt kommt ein leichter Regen runter. Da bleibt alles in den Baumkronen hängen und aufgrund von hohen Temperaturen, auch noch wenn es regnet, vergleichsweise hohen Temperaturen, ist alles wieder aus den Baumkronen rausgedampft, bevor irgendwas an der Baumwurzel sozusagen angekommen ist und es für den Wasserhaushalt des Waldes also überhaupt keinen Nutzen bringen kann. Umgekehrten Fall gibt es auch, das ist dann eigentlich keine Interzeption, aber möchte ich in diesem Zusammenhang dann auch mal nennen, nämlich, dass die Wolken hier so durchziehen, durch die Landschaft, aber eigentlich nicht abregnen würden. Das gibt es manchmal, das gibt es in Deutschland kaum, aber zum Beispiel klassischerweise auf den Kanarischen Inseln, die sind darauf spezialisiert. Und dann gibt es eben, naja, nicht die Inseln sind spezialisiert, aber das Wetter ist da häufig so und die Natur hat sich darauf spezialisiert, genau genommen die Bäume, Pinus canariensis, die Kanarenkiefer, die super lange Nadeln hat und dichte Nadeln hat, dünne lange, um den Nebel sozusagen, der so aussieht wie Interzeptionswolken, auszukämmen
und dann tropfen einzelne Tropfen an diesen langen Nadeln herunter und es kommt doch was am Waldboden an, obwohl es eigentlich gar nicht regnet. Also die können quasi Interzeptionswolkenrückgewinnung ein Stück weit betreiben. Auch nach einem starken Regenguss, wenn Interzeptionswolken auf Teneriffa beispielsweise entstehen oder Gran Canaria, irgendwelche Inseln mit einem vernünftig hohen Vulkan in der Mitte oder mehrere davon natürlich, dann sorgt das eben dafür, dass nicht alles, was als Interzeptionswolke entsteht, direkt nach oben abhaut, wupp, sondern gleichzeitig beim Entstehen auch schon wieder von der Kanarenkiefer ein Stück weit wieder ausgekämmt wird. Und das ist einfach praktisch, wenn man bei hohen Temperaturen sporadische Regenfälle erlebt oder halt Wolken auskämmen möchte. Und ja, das sind so die wesentlichen Dinge, die ich ganz spontan, ich habe mich hier überhaupt nicht darauf vorbereitet, zu Interzeptionswolken bzw. Interzeption als solche sagen kann. Nochmal, Interzeption ist nicht diese Wolke da, das ist ein Phänomen davon. Interzeption ist das Verdunsten von Wasser aus der Vegetation, bevor es den Boden erreichen kann. Also das gibt es, wie gesagt, auch in der Wiese. Das ist ein Morgentau, ein Morgennebel. Tau, wenn er zu Nebel wird, ist im Prinzip auch Interzeption. Nur nennen wir es dann halt einfach Nebel, ne? Weil die Bodenfeuchtigkeit da auch noch mit drin ist und wir nicht wissen, ob das, was wir jetzt als Nebel drin rumlatschen und Spaß haben. Ich liebe Nebel, Nebel ist was Tolles. Aber da wissen wir nicht genau, ist es jetzt die Bodenfeuchte, die hier aufsteigt und kondensiert, oder ist es das Wasser, das am Gras hängen geblieben ist, das hier aufsteigt und kondensiert. Und in 99% der Fälle ist es halt eine Mischung aus beiden und deswegen nennt man es nicht Interzeption. Ja, weil das müsste dann ja wirklich nur Wasser sein, das aus der Vegetation schickt. Ups, mein Kopf war im Weg, aufsteigt. Ja, vielleicht war das irgendwie interessant und wenn nicht, wie gesagt, ist ein toller Party-Gag, wenn ihr euch als Naturfreund outen wollt und ein bisschen seltsam sein wollt. Bedanke mich. Bis nächstes Mal. Tschüss.